Servus Leute, hier ist die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute mit was ganz Besonderem, nämlich Steak Spezial. Dieses Steak hat eine ganz besondere Geschichte. Wie ihr auf diesem Bild hier erkennen könnt, links oben ist das Logo vom Sticky Fingers Festival 2024. Das Festival findet schon seit 1988 regelmäßig statt. Dieses Festival geht 3 Tage. Das ist sozusagen ein Punk-, Hardcore- und Metal-Festival. Kleinwacken wird's auch genannt. Die Musik ist ja gar nicht mein Fall, aber links unten seht ihr das Logo vom Schützenverein Brand. Da bin ich Mitglied, schon lange. Und wir haben seit über 10 Jahren immer einen Bratwurststand auf dem Festivalgelände. Und daher stammt das Steak Spezial, ein absoluter Renner. Erfunden wurde es ursprünglich vom Burschenverein Brand. Viele Leute, die sich das Steak bei uns holen, die sagen, oh, wir haben das ganze Jahr drauf gewartet, endlich gibt es das Steak wieder. Es ist aber keine große Kunst und eigentlich kann es jeder daheim selber machen. Aber selbstverständlich schmeckt es auf dem Festival viel besser. Ist ja logisch, die ganzen Leute da, das ganze Drumherum, das fehlt daheim natürlich. Wie auch immer, wir fangen an mit Tzatziki, eine der wichtigen Zutaten für das Steak Spezial. Ich habe hier mein Tzatziki selber gemacht. Selbstverständlich kann man auch Fertiges kaufen im Supermarkt. Wer es aber selber machen will, braucht griechischen Joghurt, Knoblauchzehen, eine Gurke, Salz und Pfeffer und Olivenöl. Für 250 Gramm Joghurt braucht man 2 Esslöffel Olivenöl, eine kleine Gurke, 3 Knoblauchzehen und Salz und Pfeffer nach Geschmack. Die Knoblauchzehen durch eine Knoblauchpresse pressen. Die Gurke wird grob gerieben. Würzen mit Salz und Pfeffer und dann alles gut verrühren. Die nächste wichtige Zutat sind Zwiebeln, die in Bier gegart werden. Die Zwiebel wird in Ringe geschnitten, dann braucht man noch Paprika, ein bisschen Chili, Räuchersalz, Pfeffer und natürlich ein dunkles Bier. Die Zwiebeln in einen Topf, dann ein bisschen Chili-Pulver dazu, dann ein Teelöffel Räuchersalz, man kann natürlich auch normales Salz nehmen. Dann Pfeffer und ein wenig Paprikapulver. Jetzt kommt noch das Bier dazu und dann geht's ab auf den Grill. Normalerweise beim Festival steht es bei uns auf dem Holzkohlegrill und da kocht es dann so langsam vor sich hin. Ich habe keinen Holzkohlegrill, sondern nur einen Gasgrill. Deswegen wird es nebendran auf dem Gasbrenner gekocht. Das wird jetzt so lange gekocht, bis das ganze Bier verkocht ist. In der Zwischenzeit werden natürlich die Steaks gebraten. Das sind ganz normale marinierte Schweinenackensteaks. Ja, die Zwiebeln schauen jetzt auch schon gut aus. Kann man schon ausschalten. Wenn die Steaks fertig gebraten sind, tut man auf jedes Steak eine Scheibe Käse drauf. Entweder Emmentaler oder Gouda oder was auch immer man möchte. Dann muss man noch so lange warten, bis der Käse geschmolzen ist.
In der Zwischenzeit kommt das Tzatziki auf eine Hälfte von der Semmel. Jetzt ist fertiges Steak auf die Unterseite der Semmel und darauf dann die Zwiebeln verteilen. Jetzt noch den Deckel drauf und fertig. Und jetzt lassen wir uns dieses wunderbare Steak spezial schmecken. Okay, so gut wie am Festival schmeckt's nicht. Naja, ist Einbildung. Schmeckt genauso gut. Auf die Kalorien darf man hier allerdings nicht schauen. So ein Steak spezial hat mindestens 600 Kalorien. Und jetzt einen guten Appetit. Servus, bis zum nächsten Mal, vielleicht auf dem Festival 2025.